Entschuldigung. Glück auf. Glück auf. Steigerkopf. 1000 Meter war ich. 1000 Meter? 1000 Meter. Zu Fuß. Wie lange hast du gebraucht? 2 Tage. Freunde, was soll ich sagen? Da bin ich bestens ausgerüstet. Ja, Freunde, mal wieder herzlich willkommen zu einer kleinen Nachtsafari mit Carsten und mir. Und was sollen wir sagen? Ist schon wieder geil und heiß, oder? Das ist geil und heiß. Also, geil die Location, heiß wir beide und spitz wie Luzi. Nein, auf jeden Fall, wir befinden uns gerade hier in einem, ja, in einem alten Schacht, ne? Zeche kann man sagen. Zeche kann man sagen, ja. Ja, Zechen kennt da sicherlich viele von euch. Wir haben auch schon ein paar einige gesehen. Aber die, würde ich sagen, die hat schon wieder seinen eigenen Charakter, ne? Die hat einen schönen Charme, ja. Die hat einen schönen Charme. Freunde, wir lassen jetzt den Charme spielen. Kommt einfach mit. Und viel Spaß bei dem Video. Dann schaut's aus. Freunde, wir stehen jetzt hier vor unserem Zugang. Da kamen wir rein. Durch dieses Drehkreuz hier. Und ganz spannend hier. Ne, leuchtet nochmal die Ecke hin. Ganz spannend hier. Wir haben hier so ein paar Kettchen. Sehr rostige Ketten. Auf jeden Fall, ich zeige euch das mal. Diese Ketten hier sind befestigt. Jetzt kann es einmal hinleuchten, befestigt an diesem Geländer und das Geländer hier an dieser Treppe. Und wenn ihr hier mal die Treppe schaut, die ist schon krumm und schief. Auf jeden Fall ist das schon so eine heikle Angelegenheit hier, ne? Hinter mir, wo der Carsten leuchtet. Ja, was haben wir da? Hier ist quasi die Einfahrt gewesen, ne? Die Einfahrt oder Ausfahrt der Loren. Die dann, zeige ich euch das mal. Wie gesagt, hier die Ein-Ausfahrt der Loren nach draußen. Über die Schienen. Hier durch diese Kurve. Ja, direkt hier, diesen kleinen Kipper hier. Kommen sie dann hier auf die Schiene gestapelt, ja, und fahren dann hier auf den Schacht und den Schacht hinunter. Ja, alleine jetzt hier schon vor diesem Gitter zu stehen, wie gesagt, die Einfahrt der Loren, die dicken Ketten da oben, ist schon wieder pompös. So, wenn ich mich jetzt mal hier an dieses kleine Räumchen quetsche, zack, befinden wir uns hier, ja, ich würde sagen, in der kleinen Kommando-Hauptzentrale, whatever. Da haben wir den Thron und hier die große Schalltafel. Was haben wir denn hier? Tragkettenbahn, Schleusentor, Drehscheibe und natürlich hier das Schachttelefon. Sieht halt ganz witzig aus, sieht aus wie so eine kleine Telefonzelle hier drin. War aber tatsächlich für die Kommunikation von hier oben bis nach unten, möglicherweise bis zu 1000 Meter tief, um unten in der Erde zu kommunizieren zu können. Musik.
Ja, Freunde, der ist auf jeden Fall schon wieder gigantisch hier drin. Alleine, die Kassen. Geht da schon wieder abwärts und also ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Da ist wieder so viele Details. Es geht hier so in die Höhe, teilweise auch in die Tiefe. Also richtig in die Tiefe natürlich nicht mehr. Der Schacht ist verfüllt. Jetzt befinden wir uns hier unterirdisch, quasi naja, eine kleine Etage tiefer. Ja, und hier unten gibt es außer ein paar Spinnen und ein paar andere schöne Details zu entdecken. Carsten, was sagst du? Meinst du, die haben da nicht richtig verfüllt? Nee, das ist nur alles offen. Alles offen? Das ist offen. Du sagtest gerade, da wären hohle Holzplatten. Ja, genau, da kann man draufknallen, dann hörst du richtig wie eine Bohrung. Okay, ja, ob die so hohl sind wie wir zwei? Muss mal gucken, ob sich das kombiniert, oder? Sollen wir mal schauen. Ja, Freunde, und hier befinden wir uns jetzt quasi schon direkt unter dem, ja, der Luke des Einstiegs des Schachtes, ne? Hier sieht man, wie es zum Teil verfüllt ist. Ich hoffe ordentlich. Ja. Wie gesagt, hört sich ein bisschen hohl an. Hier halt alles verbunden mit der schweren Mechanik, was auch immer. Da kennt ihr euch besser aus, ich weniger. Auf jeden Fall schon wieder eine krasse Konstellation hier. Naja, gehen wir mal wieder oben weiter gucken. Nur noch für Wassererhaltung und... Carsten gibt gerade die Infos, für Wassererhaltung war dieses Ding hier noch relativ lange aktiv und ich habe gerade mal nach oben geschaut, oder hätte ich nicht nach oben geschaut, hätte ich hier definitiv eines der Highlights verpasst, oder Carsten? Dann sieht man auch oft. Ja, das ist ein Highlight, ne? Freunde, schaut mal selber. Ne? Wir stehen hier unten, sind wir gerade auch schon lang gegangen, aber wenn man dann mal hier hoch guckt, wusch, haben wir hier diese... Kirmesgondel. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr wieder wisst, was für eine Aufzugsgondel, wie man diese nennt, wir nennen sie jetzt mal Kirmesgondel. Ach, sieht schon wieder klasse aus. Ne? Hier diese Konstruktion wieder mit den dicken Seilen. Die Gondel. Freunde, das sieht schon wieder klasse aus. Was soll ich sagen? Hoch kamen wir leider nicht. Mach kaputt. Freunde, hoch kamen wir leider nicht. Wir wären gerne hochgekommen. Hauptsache, wir kriegen noch einen hoch. So gerade eben. Ja, dennoch klein, aber spannend, oder? Also war ein spannendes Abenteuer. Ein spannendes Abenteuer. Allein der Weg hier rein war schon witzig. Aber wie gesagt, offen, freie Fahrt. So macht man gerne, spannendes Abenteuer. Die ganzen Details, nicht zuletzt hier, dieser Schaltpult hier, die Führerkabine, der Schacht. Die anderen, ich quatsche wieder so viel. Dennoch ein spannendes Abenteuer, ein paar kleine schöne Details, uns hat's gefallen. Ich hoffe euch auch, wenn dem so ist, dann gebt doch mal das Däumchen nach oben, schreibt mal einen Kommentar und ja, falls ihr noch nicht abonniert, dürft ihr natürlich gerne ein Abo geben. Was soll ich sagen, Freunde? Wir sehen uns wieder in den nächsten Videos. Auf diesem Kanal. So schaut's aus. Haut rein.